seelisch und tödlich. Ja, und damit fangen wir an. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 3. Ja, wir sprechen jetzt mal mit Clay. Tumult im Dschungel. Schurken-Exkurs. Oder wir machen erstmal die... Nimm die Burger für die Lieferung, oder? Ja, machen wir zuerst das da. Und genau, dann müssen wir mal schauen, wohin wir müssen. In 6. Bei den ganzen anderen gibt es ja auch nochmal... Hier gibt es auch noch eine Nebenquest. So, dann gehen wir mal da rein. So. Ich habe lange nicht mehr gespielt, wenn ich ehrlich bin. Aber ich denke, da, also in Borderlands 3 kommt man immer sehr schnell wieder rein. Hui! Stimmt, das war ja... Das war's für dich. Automatische Pumpgun, was sehr cool ist. So. Giftiger Badass. Ja, der ist... Ich mach egal, ich hab keinen Schaden dran. Ja, ich muss natürlich auch mal treffen. Aber, ja. Achso. Ich stehe die ganze Zeit im Feuer. Tja, na dann. Ja, naja, okay. Gibt auf jeden Fall bessere Waffen da. Die hatte, glaube ich, auch nur den einen Feuermodus. Der nervt ein bisschen. Dann ist die Pumpgun ist das Maschinengewehr und die ist die Pumpgun, so ungefähr. Und die macht ein bisschen mehr Schaden. Ja, lass mal schauen. Gut, weiter geht's. So, ich muss da lang, glaube ich. Begib dich zuerst zum wissenschaftlichen Außenposten. Ah, genau. Ja, die lasse ich jetzt mal stehen. Wobei, gleich bin ich Level 30. Zerstört! Also gegen Kleine ist die schon ziemlich cool. Dann habe ich den Sniper. Was sind das denn für welche? Was machst du denn da? Willst du mich verquaken?
Der schießt aus dem Auge. Interessant. Gut. Naja, Forschung, ne? So, hier ist nichts. Dann gehen wir mal da. Hallo? Ist da jemand? Verschwinde! Hier gibt es nichts mehr, was man ruinieren könnte. Mein Forschungsteam hat mich im Stich gelassen. Ich würde sie ja suchen, aber da sind überall Chabba im Lager. Und ich bin echt mies darin, sie abzuwehren. Aber wenn du sie beseitigst, könnte ich vielleicht mein Forschungsteam finden. Keine herzliche Begrüßung. Ey. Ich bin so gut. Warum? Ach so, Mann, du kannst das echt gut. Ich wünschte, ich hätte auch ein Talent. Hey, wo du gerade so einen Lauf hast, könntest du nach Hinweisen über den Verbleib meiner Wissenschaftler suchen? Ich bin entfesselt. So, jetzt haben wir natürlich alle suchen. War ja klar. Da ist noch ein Chabba. Da war doch gerade rote Schrift. Was verbergt ihr, Aliensteine? Ja, benutzen. Na, Pistolen. Ich mag keine Pistolen. Ja, aber... Naja, dann schauen wir mal, was die so kann. Vielleicht sind die ja so aufgetunt, dass die cool sind. So. Hier rein. Naja. Muss ja nicht. So, warte. Dann gehe ich durch das Fenster. Oder auch nicht. Ist irgendwie irgendwas mit dem Kabel? Oder ich mache es mir wieder. Wieder stressiger als es ist. Ah, vielleicht so. Stressiger als es ist, schwerer, meine ich. Wir sind in diesen entlegenen Dschungel gekommen, um unbemerkt zu forschen. Die Jobber stecken voller evolutionärem Potenzial. Die Trainingskuppel ist fertig und wir haben den Erhebungsprozess mit ein paar Jobbern von einem Stamm in der Nähe gestartet. Diese Expedition ist Größe bestimmt. Okay. Dann mache ich mal kurz, ist gelungen. Genau, die Feuerrate erhöht. Ups. Wo kann ich hier was verkaufen? Da kann ich was verkaufen. Ich hab Kugeln mit deinem Namen drauf. Moment, so war das nicht gemeint. Ja, ja. Was ist das denn? Bonusschaden 50%, Bonusschaden 21, Kyboeffizienz, Kohäsionsschaden.
Kiro. Fügt allen Nahkampfangriffen. Erhöht den Schaden gegen gefrorene Ziele. Das ist natürlich geil. War mir eine Freude. Mögen sie dir viele Kills. Ja, das kann ich immer noch nicht machen. Ich bin doch jetzt Level 30 eigentlich. Sollte ich das machen können. Aber vielleicht nicht. Willst du mich jetzt etwa mit den Reifen kloppen? Strengt euch doch wenigstens an! Die ist zwar cool, aber mit der Popcorn treffe ich irgendwie seltener. Die müssen dann echt nah sein. Und so krassen Damage macht ihr dann auch nicht. Ja, wieso ist das gerade so dunkel geworden? Na egal. Gut, weiter geht's. Die erhobenen Jumper machen viel schneller Fortschritte, als wir geahnt haben. Kognitive und physische Fähigkeiten wurden mehr als verdreifacht, ebenso wie sind. Was? Nein, leg das hin. Nein, Böser-Bobo. Was zum Henker war das? Der Alpha-Band. Naja. Ha, ich glaube, da muss ich hoch. Na du Bobo. Die Pistole ist auch nicht so das Wahre. Die hat halt nur 4 Schuss, das ist halt nicht ganz so geil. So. Ah. Da oben ist noch was. Hey, hast du dich gerade... Was machst du denn da? Für alle. So, ja, was sagt ihr dazu? Ich will da rein, sage ich dazu. Muss ich wieder irgendwas anschießen? Oder ich muss da hoch. So. Und dann hier rein. Ja. So. So hätte ich es auch machen können. Pumpgun.
Ja, naja. Gibt auf jeden Fall Geld. Zu schwach, Schlappschwanz. Oha, voll fies. Einiger Rückschläge ist das Experiment dennoch ein Erfolg. Die Jabber beherrschen jetzt komplexe Kommunikation und scheinen zu verstehen, dass wir ihnen ein unglaubliches Geschenk gemacht haben. Sie wollen uns zu ihrem Stamm bringen für eine Zeremonie der Zuneigung. Natürlich, der Jabber-Stamm. Ich glaube, ich weiß, wo mein Team ist. Ich sollte im Scheißhaus bleiben, aber ich glaube, sie sind alle in Gefahr. Und wenn ich sie rette, bin ich kein Versager mehr. Na los, lass mich raus. Okay. Ich hab mal gesehen, wie sich ein Saurianer mit einem Jabber paaren wollte. Das hat erst ganz süß angefangen und ist dann im Blutbad geendet. Na, wenn das keine Liebe war. Mhm. Gut. Dann, verwendet den Versagerbot. Alter. Also, warum warst du auf dem Klo eingesperrt? Meine Wissenschaftler haben mich im Scheißhaus eingesperrt, weil ich so scheiße bin. Sie haben mir befohlen, unter keinen Umständen jemals rauszukommen. Du bist wohl immer noch scheiße darin, Befehle zu befolgen. Oh Mann, Maus. Die Wissenschaftler sind ja echt fies. Ich werde dir folgen. Ist schon okay, du kannst ruhig so tun, als würdest du mich nicht kennen. Ich bin das gewohnt. Oh. Versagerbot ist nicht mein ursprünglicher Name, aber meine Wissenschaftler haben meine Identität neu kodiert, nachdem sie erkannt haben, dass ich dumm bin und keine Liebe verdiene. Oh, ihr werdet sterben! Definitiv. Bam! So. Ich glaube, wir kommen ziemlich nah. Oder wir sind da. Oh nein, sie sind tot. Das ist meine Schuld. Warum? Klingt nach einer schlechten Idee. Ja, vermutlich. Ich mache nur das Schlechteste. Aber Jabber haben strenge Verhaltensregeln. Wenn du die richtige zeremonielle Prüfung durchführst, muss der Jabber-König dir eine Audienz gewähren. Natürlich. Okay. Warte.
Glück im nächsten Leben. Naja, die haben dich da gerade fast getötet. So. Sehr gut. Dann töten wir mal den Chabba-Ding, ne? Ich glaube, es ist jetzt wieder Bärzeit. Mist, jetzt habe ich mich verzählt. Wie die da rumhängen. Nice. Das kann ich brauchen. Kletter ganz auf die Spitze. So, das mache ich mal. Du hast dich mit der Falschen angelegt. Ist ja wohl mal klar hier. Ich entzünde mich jetzt gleich selbst. So. Okay. So, ich weiß gerade nicht, wie ich da hochkomme. Mal auf hier. Schlaf. Aber hier komme ich auch nicht weiter, nicht. Hallo. Da war mal ein Riesentier. Gut, vielleicht da, wo danke. Da wo es gelb angestrichen ist. So. Aber nur vielleicht. Ah!
Okay. Wow, ich wäre beinahe runtergefallen. Seine Großartigkeit sagt, die Leiche seines toten Vaters wäre schneller gewesen. Aber dennoch hast du die Prüfung der Flinkheit bestanden. Jetzt musst du die Prüfung der Kraft bestehen, indem du König Bobos Champions im Kampf besiegst.